Hallo, meine Wundervollen. Ich hab's getan. Ich habe alle meine Extensions rausgenommen und neu gemacht. Warte, das stimmt nicht ganz. 5 von den Extensions, die ich drin hatte, gingen absolut nicht raus. Die haben Bomben festgehalten. Die habe ich natürlich drin gelassen. Und so lieb wie ich bin, habe ich den ganzen Prozess für euch gefilmt und ein kleines Zeitraffer-Video draus gemacht. Viel Spaß dabei. Heute ist also Tag Nummer 1, der Tag, an dem ich meine Extensions rausgenommen habe. Und erstaunlicherweise sieht es jetzt gar nicht so scheiße aus. Wisst ihr aber, was richtig scheiße aussieht? Das sieht richtig scheiße aus. Ja, witzigerweise gehen die auch wirklich nicht raus. Also diese 5 Extensions habe ich so bombastisch in meine eigenen Haare reingemacht. Die Übergänge sind tippitoppi, aber 5 von 30 ist eine schlechte Quote. Und dann sehen wir uns tagebuchmäßig jetzt einfach hier so Tag für Tag wieder und gucken mal, wie ich so am Ende dann aussehe. Ich weiß es ja selbst noch nicht. Legen wir los! Ungefähr 10 Tage jetzt, glaube ich, gedauert, bis das fertig war. Ich habe so viel von dem Haar verbraucht. Ist auch noch was übrig. Ziemlich viel sogar. Also es ist mehr übrig, als ich verbraucht habe. Und ich muss sagen, ich bin mit den Haaren mega, mega zufrieden. Ich weiß, es ist ein bisschen eklig, dass das echt Haar ist. Aber um Dreads daraus zu machen, ist es einfach das Beste. Echt. Also nicht mal Amy ihr Echthaar, das sie mir gegeben hat, war so gut geeignet zum Dreaden wie dieses Haar. Wenn ich es finde, verlinke ich euch den Shop in Berlin, wo ich das Haar gekauft habe, in der Infobox. Dann wollte ich euch noch die alten Extensions zeigen. Ich habe sie jetzt extra für das Video aufgehoben. Also, sie sind vielleicht nicht mega eklig, aber besonders schön sind sie ja nun auch nicht mehr. Die kommen in den Müll. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich mir diese Arbeit antue, diese Woche voller Arbeit oder wie lange das jetzt war. Ich weiß nicht, 7 oder 10 Tage habe ich dafür gebraucht. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ich finde, sie sehen ein kleines bisschen aus wie die ersten Extensions, die ich hatte, aber besser. Und die Farbe ist auch genial, die passt genau zu meiner Farbe. Das einzige Problem, was jetzt noch besteht, ist die Farbe. Ich habe sie nicht so lang gemacht. Die langen hier drin sind die alten, aber die neuen, schaut mal, die neuen sind viel kürzer und die sind unten auch anders. Dadurch, dass es echt Haar ist, sind die unten so offen. Ich liebe das, wenn die unten offen sind. Ich finde das so sehr schön. Hui. So, besser? Okay. So sehen meine Haare jetzt aus und ich liebe es. Ich finde sogar diese 5 zu lang da drin, das hat irgendwas, das gefällt mir. Aber was mir nicht gefällt, ist der Ansatz. Der ist einfach zu dunkel. Und ich will aber auch nicht blondieren nochmal, weil ich finde, blond ist echt eine krasse Farbe. So. Und deswegen dachte ich mir, werde ich sie in diesem Rot verbrennen. Ich hatte das schon mal in einem anderen Video gesagt, aber ich habe es ja immer noch nicht gemacht. Ich werde es aber tun. Ich bin aufgeregt. Vielleicht muss ich mich betrinken. Das war es soweit von mir in diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, drückt doch bitte ein Däumchen nach oben. Und wenn dir das Video richtig gut gefallen hat, leite es bitte an alle deine Freunde weiter.
Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Jeden Montag kommt ein neues Video online. Yeah! Ich bedanke mich ganz, ganz doll für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen.